Hallo Leute, nach einer ungeplanten Sommerpause melde ich mich heute mit einer wirklich tollen Thriller-Empfehlung zurück. Knapp 6 Wochen älter, grauer und weiser, hoffe ich, ihr seid mir wegen dieser Pause nicht allzu böse. Dafür stelle ich heute auch ein ganz besonders empfehlenswertes Buch vor, und zwar das Buch Stigma von Michael Hübner. Und darum geht's. Tom Kessler wurde vor 13 Jahren von einem Kindermörder gefangen genommen. Er war für mehrere Stunden in den Fängen eben dieses Kindermörders und ist dann befreit worden, leidet seitdem aber unter einem Trauma. Er hat Gedächtnislücken und panische Angst, unter Menschen zu gehen. Das wiederum hat zur Folge, dass er als erwachsener Mann dann später sein Haus kaum verlässt. Er geht wirklich nur vor die Tür, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Beispielsweise, wenn er zu seiner Therapeutin fährt, die ihn eben aufgrund dieser Panikattacken und so weiter behandelt, dann fährt er raus. Ansonsten lebt er als Schriftsteller sehr zurückgezogen in seinem Häuschen. Knapp 13 Jahre nach diesen ursprünglichen Verbrechen findet man ganz in der Nähe von Tom Kesslers Haus eine Mädchenleiche. Und bei dieser Leiche findet man einen Zettel. Und der Inhalt dieses Zettels lässt nur einen Schluss zu, und zwar den, dass es sich um den gleichen Täter handelt. Das wiederum ist etwas seltsam, weil besagter Täter vor 13 Jahren das Zeitliche gesegnet hat. Man hat also die Leiche des Täters gefunden, und jetzt stellt sich Tom Kessler unweigerlich die Frage, wie es dazu kommen kann, was es mit den Morden auf sich hat und ob der Wächter, denn so nannte sich dieser Kindermörder damals selbst, vielleicht doch irgendwie überlebt hat. Leider Gottes kann ich zur Geschichte schon mehr gar nicht sagen, weil jedes weitere Wort wäre ein Verbrechen, denn diese Geschichte muss wirklich nach und nach entdeckt werden. Dieses Buch lebt gerade von diesem Paradox, dass die Morde weitergehen nach 13 Jahren, obwohl der Täter tot ist. Und es dreht sich alles um die Frage, wie kann das sein und was hat das mit diesen aktuellen Morden auf sich. Und deshalb lieber noch ein paar Worte zum Buch selbst. Dieses beginnt sehr ruhig. Der Autor Michael Hübner nimmt sich sehr viel Zeit für Orts- und Personenbeschreibungen. Das kann auf den einen oder anderen vielleicht am Anfang etwas zäh wirken. Ihr macht aber einen verdammt großen Fehler, wenn ihr nach 100 oder 120 Seiten das Buch zuschlagt und gelangweilt weglegt. Denn ich sage euch, das würdet ihr bereuen, wenn ihr wüsstet, wie es weitergeht. Und das wisst ihr nur, wenn ihr weiterlest. Von daher unbedingt diesen Fehler umgehen und zu Ende lesen, denn das Buch nimmt gerade in der zweiten Hälfte dann doch ordentlich an Tempo auf, und die Geschichte endet letztendlich dann auch mit einem wirklich ordentlichen Paukenschlag, und ich würde wetten, dass 9 von 10 Lesern am Ende mit offenem Mund und doch ziemlich überrascht dieses Buch zuschlagen werden. Deshalb diesen Fehler nicht machen. Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass zartbeseitete Leser vielleicht eher nicht Stigma lesen sollten. Das Buch gehört nun nicht gerade zu den blutigsten und brutalsten Thrillern, die ich in meinem Leben gelesen habe, aber für zartbeseitete Leser vielleicht doch nicht so ganz das Richtige. Die eine oder andere Szene könnte auf den Magen schlagen, und das muss ja nicht sein. Ansonsten, wenn ihr dieses Problem nicht habt und mal wieder einen sehr gut durchdachten, wendungsreichen und spannenden Thriller lesen wollt, einen subtil spannenden Thriller, weil es ist, ich habe ja gesagt, beginnt sehr ruhig, steigert langsam das Tempo, dann ist Stigma von Michael Hübner genau das richtige Buch für euch, und meine Empfehlung habt ihr. Ich wünsche euch beim Lesen sehr viel Spaß. Ich hatte diesen Spaß und bin dann jetzt mal hier raus. Ihr seid im Bild, wir sehen uns ganz bestimmt wieder, und bis dahin sage ich Adios und Ciao.